Jetzt kannst du so einen richtigen Anfangssketch machen. So, warte mal kurz, Ado, ich geh mal kurz in den Keller. Alter, was ist denn hier alles? Warum lutscht jemand an meinem Bein? Was ist das für ein Keller? Wer bist du denn? Hallo, ich bin die kleine Maus. Ich bin die kleine Maus Sven, die hier im Keller wohnt. Ja, sag mal, was machst du denn hier? Ja, hier wohnen, du Fettsack. Und ich habe auch an deinem Bein geleckt. Wie am Bein geleckt? Du kannst mir doch nicht einfach am Bein lecken. Natürlich. Ich kann jedem am Bein lecken. Deinen Kindern leck ich jeden Morgen das Bein. Meinst du, die haben Wecker? Ja klar, die Wecker. Die haben die Alexa. Ich heiße ja Alexa. Du fettes Stück Scheiße. Mega Sketch, ne? Mega Sketch, ne? Mega Sketch! Ich brauch das, Alter. Ich brauch das. Anfang, das beste Pre-Show vor dem Intro, die wir hier gehört haben. Podcast 2 Tomate. Ich tue immer so, als hätten wir so ein mega krankes Intro. Ja, das Orchester. Wo ist das Orchester, Mann? Wo ist das Orchester? Wir Johnny, wollten seit wo ist Jahren, das Orchester? Wollten wir ein Orchester haben, haben wir nicht. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 2 Tomate Podcast. Ich bin ein bisschen erkältet und Freddy ist wieder hier bei uns in Berlin zu Besuch. Im Haus, diesmal sitzen wir nicht direkt nebeneinander, Freddy, weil ich ein bisschen krank bin und weil es hier mal so heiß wird, wenn wir beide hier drin sitzen. Weil wenn dann bin ich nicht erlaubt. Es ist nicht erlaubt. Was ist nicht erlaubt? Hast du mir nicht erlaubt bei dir zu sitzen? Ich hätte dir das erlaubt, ich wollte dich nur hier anstecken. Dafür höre ich mich halt mega geil jetzt audioqualitätsmäßig. Ja, dafür kannst du jetzt da rumdrücken an den Knöpfen, ne? Ich drücke hier richtig auf Knöpfe und sage, gib mir ein Echo. Echo. Geil. Diese Folge ist gesponsert von Audible. Hab ich ja überall. Ich würde mir das Hörspiel kaufen, wo der Typ in den Keller geht und immer neue Leute kennenlernt da unten. Weil im Keller ist ein Warp-Tor in verschiedene Dimensionen in anderen ein Warp-Tor. Keller. Mega. Oh, ich kann nicht offen. Die Folge ist die große, große Croissant-Folge. Weil Freddy hat mir nämlich Croissant mitgebracht, Schoko-Croissant. Und wir haben dann noch Nutella drauf gemacht. Was jetzt echt ein bisschen Overkill ist, ne? Besonders, ich habe jetzt auch 2 Büschen abgenommen. Ist leider in der Frühstücksfolge, Leute. Ihr müsst mit uns frühstücken jetzt. Wenn ihr das jetzt abends hört, am Samstag, wenn es rauskommt, mach mal aus, bis morgen früh. Wir frühstücken zusammen heute. Ja. Ich habe mir auch eine Hafermilch dazu genommen. Weil eigentlich bräuchte ich Milch dazu, wegen ganz viel Nutella. Ja. Aber haben wir ja nicht. Und dann habe ich Hafermilch genommen. Und ich habe es dir eben schon erklärt. Schmeckt ein bisschen wie, als wenn jemand seine Smacks in der Milch vergessen hätte. Aber die Smacks waren auch schon nicht mehr gut. Das stimmt. Eigentlich wollen wir saufen heute, Fischi. Wir müssen kurz sagen, du bist getrunken. Genau, wir sind richtig, wir sind Sturz. Rappe-happe-voll. Nein, deswegen ist es die große Croissant-Folge. Weil Fischi ist halt krank. Ja. Aber ist nicht schlimm. Ich bin in 2 Wochen nochmal in Berlin. Da führe ich den richtig ab. Oh Gott. Ich will gar nicht darüber nachdenken. Wir haben nächste Woche so viel getrunken, dass ich jetzt schon vergessen habe, was eigentlich passieren wird. Geht mir auch so. Ganz oft. Dann denke ich mir immer, Alter, bin ich gerade high? Ich bin gerade richtig high! Das wird richtig lustig. Hatten wir Sachen vor. Ich habe mich auch sehr gefreut auf Vanessas, also Malvanes Buchparty. Ja, aber da kommst du ja auch mit hin. Da kann ich doch nicht mit hin, Mann. Doch, du kannst da mit hin. Ich steck doch alle gestern. An, Mann. Und dann sind die nachher alle so, und dann ist der Penner einfach so hierher gekommen. Der wusste die doch waren ganz alle genau, schon krank. Der wusste doch ganz genau, dass er uns alle ansteckt. Jetzt ist halb YouTube aus, weil alle da waren und kommen weil alle so tot sind. Und dann hier von wegen Artikel 13. Nee, da kommt hier, dann nennen die mich, dann ist mein neuer Spitzname ab dann Artikel 13, weil ich jetzt der YouTube-Killer bin oder was? Das ist doch halb YouTube ist doch da heute. Das stimmt überhaupt nicht. Es sind gar nicht so viele Leute da. Nein. David Hein ist da, ist doch halb YouTube. Du probierst dich da nur rauszureden. Das kotzt mich ein bisschen das an. Das stimmt überhaupt nicht. Ich hätte Bock. Das kotzt mich mega an. Ich hätte Bock. Du hättest Bock. Ja, dann komm doch mit. Ich hätte Bock. Ja, aber du bist jetzt nicht Patient Zero. Die Leute sind schon alle wieder gesund. Ich habe das auch schon durchgehabt, das ganze Ding. Einfach Quatsch. Habe ich schon erzählt, wie ich krank geworden bin?
Wie denn? Pass auf, ich gehe zum Da habe ich schon erzählt. Bist du in den Keller gegangen und dann so, hi, ich bin die kleine Ratte. Hast du ein bisschen Bock auf Erkältung? Komm mal her, ich huste dir in die Nase. Hast du gerade gesagt, ich bumse dir in die Nase? Ich höre auch nicht mehr so gut. Ich habe gesagt, ich puste in die Nase, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin so voller Schokolade inzwischen schon. Der ganze Mund ist voll. Es ist ein zu viel, ne? Ja. Ich war beim HNO-Arzt. Keiner macht Nutella auf ein Schokocroissant. Also ist auch nicht okay. Also die Leute haben es ja vielleicht gesehen bei Instagram, ne? Wir haben das ja dokumentiert. Stimmt. Und dafür möchten wir uns auch nochmal förmlich entschuldigen. Ich fand das lustig. Naja, geht so. was wollte ich jetzt sagen? Achso, ich war beim HNO-Arzt. Lustigerweise, was ist denn das für eine, ich meine, das ist doch eine Comedy-Sendung. Du gehst zum HNO-Arzt und da ist eine kranke Ärztin, die eine laufende Nase hat. Nee. HNO-Arzt. Nee. Und dann, die war todeskrank und ich war schon so, die wird die anzeigen. Und dann dachte ich, ist das jetzt ein Prank oder so? Und dann war sie so, haha, ich desinfiziere mir jetzt die Hände. Damit ich es nicht anstecke. Ich dachte, okay. Und dann desinfizieren sie ihr ganzes Gesicht dazu noch. Und ihren Atem. Und ihre, wie heißt das? Das heißt ja so lustig. Tröpfchen. Tröpfcheninfektion. Tröpfchen. Mhm. Und sie desinfizieren auch ihre Tröpfchen, die sie so absondern. Naja, auf jeden Fall war die triefend ekelhaft krank. Und die hat es geschafft. Ja, aber warum brichst du dann nicht die Behandlung ab und sagst so, gehen Sie mal nach Hause, wickeln Sie sich mal schön ein in so ein Eukalyptusblatt. Ja, es hatte zwei Gründe. Erstens war es überhaupt schon ein Wunder, dass sie mich überhaupt drangenommen haben, weil HNO-Ärzte hier in Berlin sind komplett rappenzappen Vollidolli. Da kannst du nicht mehr rein. Und ich habe aber früher mal mit der ausgemacht, die hat zu mir gesagt, ich soll immer sagen, wenn ich nur Ohren spülen lassen will, dann kann es sein, dass sie mich dann durchlassen. Ohren spülen? Ja, ich muss einmal im Jahr zum Ohren spülen. Was? Ja, weil ich habe eine Überproduktion von Zeug. Und noch, meine Anatomie ist so, bei normalen Menschen ist es ja so, dass... Habe ich das nicht letzte Folge schon erzählt? Nee, das habe ich noch nie gehört. Okay, also normalerweise sind Ohren so gebaut, dass dann das Zeug so rausgedrückt wird einfach immer, ne? Also der Schmalz, der wird produziert und dann wird er rausgedrückt. Und so, somit säubert sich ja das Ohr an sich eigentlich, theoretisch. Mhm. So, und bei mir ist es aber so, dass es dann, wenn das produziert ist und rausgedrückt werden soll, dann stößt es irgendwo an und dann geht es nicht weiter und dann sammelt sich das da an. Mhm. Und dadurch gehen meine Ohren auch ein bisschen zu. Und das merke ich immer so einmal im Jahr normalerweise. Jetzt ist es anscheinend ein bisschen besser geworden und ich habe anderthalb Jahre lang das nicht gemacht. Und dann ist aber richtig, dann war aber richtig zu hier. Dann war Rappelzappe, hier kommst du nicht mehr rein. Mit den Schuhen. Und dann haben die, genau, und dann musste ich halt, und das war der zweite Grund, ich bin dann nach München geflogen, das war der, weißt du noch? Und dann dachte ich, Alter, wenn ich das jetzt nicht schnell noch mache, dann sterbe ich. Weil ich höre niemanden und das ist es dann auch so dumpf? Das ist so ganz dumpf. Es ist zum Glück, es ist nicht so toll. Das auch ein, zwei Mal, ist aber Jahre her. Ja, wahrscheinlich, vielleicht war es sowas. Zum Glück war das nicht mit Schwindel verbunden. Das war halt, das wäre noch schlimmer. Aber es ist halt super unangenehm. Und, und im Zuge dessen, ist mir auch was Unangenehmes passiert. Ich war auf einem Geburtstag in diesem Zustand und kannte relativ wenig Leute und stand in so einer Runde von Leuten. Und der Abend war schon ein bisschen fortgeschritten. Ne? Das eine oder andere Getränk wurde schon getrunken. Und dann kam so ein Mädel, das war anscheinend die Freundin vom Gastgeber. Und stellte sich so links neben mich und hat ganz viel geredet in die Runde rein. Und ich fand die ganz sympathisch und nett. Hab ihr aber zwischendurch so gesagt, sorry, ich höre ganz schlecht auf dem linken Ohr. Ich höre da ganz schlecht drauf, wirklich. Ich wollte es dir nur gesagt haben, ne? Nur, dass du das weißt. Und wenn man jetzt weiß, warum ich das gesagt habe, dann ist das ja eine ganz normale Aussage. Wenn man aber sie ist, ordentlich einen Becher hat und mich nicht kennt, und einfach random die Aussage hört, übrigens, ich höre dich gerade ganz schlecht auf meinem linken Ohr, du, da wo du stehst, da höre ich gerade ganz schlecht, du. Oh. Dann hört man ja eigentlich raus, halt die Schnauze, du blöde Kack-Lady, die jetzt hier gerade steht, ich will dich nicht mehr hören. Verstehst du die Situation? Und das war sehr, sehr unangenehm. Und ich bin natürlich... Aber da kommst du mal gut raus, wenn du Leuten einfach mal einen Hieb mitgibst, so einmal einen wegboxen.
Einfach boxen dann, ne? Dann ist ja, er, aber dann nicht ist er sie, verloren, sondern einen anderen, der gar nichts damit zu tun hat mit der Situation. Zack, bist du raus aus der unangenehmen Situation, hast eine neue geschaffen. Toll. Ja, ich bin da irgendwann hingegangen und hab mich entschuldigt. Dann hat sie das gar nicht, dann meinte sie, ach, hab ich gar nicht so aufgefasst. Aber dann hatte sie anscheinend, dann sind ihr die Gesprächspartner ausgegangen. Und dann hat sie mich die nächsten 20 Minuten vollgelabert mit Scheiße, die ich nicht hören wollte. Also dann, was haben wir daraus gelernt, Kinder? Einfach schön Arschloch einen wegkloppen, sein. Wenn einfach irgendwie wegboxen oder bleib einfach Arschloch. Ist okay. Ihr seht euch eh nicht wieder. Scheiß drauf. Ist geil, ein Arschloch Scheiß zu sein. Drauf. Alles Scheiß ist gut, drauf. Solange du ein Arschloch bist. Das sind die neuen wilden Kerle. Übel, Mann. Hast du meine Story die Woche gesehen? Ich hab mal reingeschaut, aber ich erinnere mich jetzt nur noch an die Malwanne Sache. Nee, ich hab gesehen, wie die eine Rolltreppe ausbauen. Ah ja, das hab eine ich gesehen. Eine Rolltreppe. Das hab ich gesehen. Und die sind komplett. Die sind einfach komplett. Ja, die sind immer komplett. Ja, was ist das denn für eine Scheiße? Warum denn? Ich hab mir aufgeschrieben als Notiz, nachts, Rolltreppe komplett wie ein Döner. Weil du gehst doch nicht einfach dahin oder wie funktioniert eine Rolltreppe? Bist in so einer riesigen Lagerhalle und dann sagen die so, einmal komplett mit alles. Ja, rauf, runter, mit so Mechatronik, 20 Stufen, 25, was man da auch immer nimmt. Aber warum baut man denn eine Rolltreppe komplett? Aber ohne Zwiebeln bitte, stinkt so. Ist eine U-Bahn-Station. Ohne Zwiebeln bitte, ich habe heute noch was vor. Ja, aber was ist das denn? Warum ist denn eine Rolltreppe komplett? Warum wird die denn komplett, die werden immer komplett in den Keller eingelassen? In den Keller! Warte mal, ich geh kurz runter. Lieber mal an. Nach links. Bisschen nach links. Manfred! Ich stehe noch. Warte, ich komme eine kleine Ranne. Hallo, Alter! Das ist mein Leben hier. Oh Gott, Alter. Ich darf sowas nicht haben in meinem Umfeld. Ich drück da die ganze Zeit drauf. Mann. Das guckt mich so krank an. Ach, die Leute feiern das richtig. Die Leute feiern das. Ich meine, das wäre so ein Ding, womit wir uns mal abheben könnten, damit wir nicht nur die Top 10 der Spotify-Comedy-Podcasts immer wieder knacken. Ja. Aber auch mal vielleicht den Platz 2 einnehmen würden. Das wäre toll. Weil Erster werden wir nie. Aber wir sind schon sehr gut dabei. Es ist gerade heute oder gestern, ich glaube heute, während wir das aufnehmen, nicht wenn die Folge kommt, jetzt denk doch mal nach, ist gerade Verleihung für irgendeine Podcast-Verleihung. Was? Und wir sitzen hier, jetzt denk mal darüber nach. Ja, tue ich gerade, finde ich blöd. Ja. Habe ich gerade drüber nachgedacht, finde ich blöd. Ja, aber ich finde das ja so, ich finde das auch so weird, weil wenn du überlegst, ich meine, wir kennen ja unsere Zahlen und unsere wirklich 100 Zuhörer. 105. Und damit knacken wir ja wirklich regelmäßig, also wir sind, glaube ich, in den Top 50 der Spotify-Podcasts immer und wandern so langsam nach oben, weil das wird Realtime anscheinend berechnet, nach den Aufrufen, die ein einzelner Podcast hat. Und deswegen erklimmen wir da so langsam die Hügel. Ja. Das mich stark irritiert, weil wie gesagt, ich kenne ja wirklich unsere Zahlen in- und auswendig. Ja. Und Tag und Nacht. Wir sind ja so 20, 30 Plätze über Casper zum Beispiel. Hallo, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an Casper. Komm doch mal im Podcast. Wir können dir ein paar Viewer geben. Promo, du kannst dir mal. Ich bin traurig und lauf von meinem Problem weg, Lieder. Jetzt kommt er nicht mehr. Danke. Schön Dank. Ich mag Casper. Ich mag Casper doch. Ich mag den richtig. Schön Dank, Fredmann. Das war mein böser Zwilling. Ich war's die ganze Zeit. Der böse Zwilling, der das gesagt hat. Ich komm da gleich mal rüber, ne? Ja, Entschuldigung. Ich reiß das Kabel raus. Ich lass das jetzt. Wie Mark Forster auch sagen würde, gib mir ein Echo. 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 Okay, Entschuldigung. Ich darf sowas nicht haben. Kenn ich gar nicht. Einmal ist lustig, zweimal ist anstrengend. Meine Fresse, so. Okay. Ach so, Scheiße! Scheiße, was denn? Freddy! Was denn? Scheiße! Was denn? Die Ohrenarztgeschichte war eigentlich mein, ja bitte, danke. Fuck. Fuck. Scheiße. Ja, dann mach doch jetzt, dann spiel doch mal kurz. Shit. Warte, ich mach das jetzt in die Folge rein. Ja, bitte, danke. Jetzt kannst du nochmal. Mein Ja, bitte, danke, geht an die Ohrenärztin und oder Gehilfin, die stockkrank
mich behandelt hat und mir damit Ohren-Aids gegeben hat. Nee, Nasen-Aids gegeben hat. Danke, schönen Dank. Danke sehr. Wenn du dich angesprochen fühlst, ruf mich an. So. Finde ich gut. Hast du auch eins? Ja, mein Dankeschön der Woche geht raus an Adler. Die Tiere oder die Firma mit den Übergrößen? Die Klamotten, das Klamottengeschäft. Die Übergrößen, weil ich bin so fett geworden. Kann ja sein, dass du dann... Ich trage nur noch Hawaii-Hemden. Kann ja sein, dass du die Kindergrößen bei Adler kaufst. Nee. Mann, ey. Ich sitze hier einfach vor einem Schokocroissant mit Nutella drauf, während wir übergrüßen reden. Ich stell mal kurz den Teller weg. Nee, mein Dankeschön der Woche geht raus an ganz normale Adler, weil ich glaube, ich habe eine Theorie aufgestellt in meinem Kopf, dass ohne Adler es keinen Patriotismus gibt. Oh Gott. Und ich bin ziemlich stolzer Typ und ganz schön stolz auf mein Land. Und deswegen wollte ich mich einfach mal bei meinen Adlern bedanken. Damit ich immer so stolz sein kann. Weißt du, die USA, Weißkopfadler. Die Deutschen haben so einen scheiß anderen Wichsadler. Keine Ahnung, ich will nichts Falsches sagen. Dann weißt du guckst nach Polen rüber, irgendwo hängt ein Adler. Ich will nichts Falsches sagen. Ich sag dann lieber Wichsadler. Das kommt besser. Aber ist dir das nicht mal aufgefallen? Alle Leute, die so super stolz auf ihr Land sind, weil sie sonst nichts haben. Die sind einfach, das ist immer ein Adler, der drauf ist. Und ich glaube einfach, wir würden wirklich so Nazis richtig einen reinwirken, wenn wir einfach mal alle Adler töten würden. Nur für so eine Woche. Boah. Weißt du, oder alle mal wegnehmen. Oder färben. Färben? Alle Adler färben wir pink. Und dann ist das halt einfach so, ja nee, dann nehme ich was anderes. Dann ist auf einmal so, anderes. Deutschland, das Zugpferd, und dann haben wir so ein Pferd oder so auf einmal. Ein Hamster wäre doch geil. Ein Hamster wäre halt auch, so schön auch dumm gut. Eigentlich. Du kannst ja halt auch dann so Länder, die müssen sich halt alle ein neues Tier suchen, weil die halt alle einen Adler haben. So Spanien zum Beispiel. Die haben gar Maulwurf. Nicht alle einen Adler, Mann. Doch, alle, ja, aber alle Leute, die stolz sind, haben immer ein Logo mit Adler drauf. Ach so ein Quatsch, so jetzt mach ich mal, ich google das jetzt. Ich glaube, wir müssen mal Adler demonstrieren. Flaggen mit Adler. Das sind hier. Willkommen bei der großen Flaggenraten-Folge, wo ihr nicht seht und wir über Flaggen reden. Oh, hier ist gefährlich. Deutschland, oh Gott, nee, das ist... Ja, das, sag ist, ich doch, ist das ist verboten. Immer... Ist das nicht verboten, wo ich hier gerade bin? Ja, da, wo ich gerade... Ich wollte gerade sagen, Russland hat keinen, aber Russland hat einen mit zwei Köpfen. Das war ja klar, ne? Russland so... Ja, klar. Ich sag ja. Wir haben gleich zwei Köpfe. Ich sag ja, das ist super. Ja, der polnische Adler ist toll. In diesem Sinne, ich hab gerade... Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe gerade eine Nachricht bekommen mit dem Code für Yoshi. Das neue Yoshi ist doch jetzt rausgekommen. Und ja, habe jetzt gerade reden wir über Adler und Patriotismus und mein Handy bericht. Ich habe zurückgeschrieben, geil, als ich den Code bekommen habe. Und mein Handy hat natürlich geil direkt verbessert in heil. So. Naja. Assoziation, ne? Assoziation, lololol. Lololol. Oh, jetzt habe ich auch einen Key. Ah, ich wollte gerade sagen, wieso habe ich denn keinen Key bekommen? Ich hab auch einen bekommen. Ey, ich war ja gestern so knallhart saufen, ne? Ja, aber du echt, hast so es noch mitgenommen, Cola, ne? Ohne mal Werbung zu machen, Aral, ist unfassbar lecker danach. Wow. Ja. Ich glaube, die geben mir jetzt Geld. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Das wäre ganz gut, ne? Eventuell haben wir ja bald Geld, ne? Ich hab mir hier noch Sachen aufgeschrieben. Wir haben zwei Sachen zu besprechen. Okay. Die wir tatsächlich irgendwie... so ein bisschen ernsthafter besprechen. Nicht doll. Aber okay, Papa. Was habe ich gemacht? Es klingt so lustig, Mann. Okay, ich muss mich kurz beruhigen. Eine... Ich bin gut drauf. Ich hab mehrere Geschichten. Ich hab ja jetzt meine Wohnung leer gemacht, ne? Meine alte Wohnung. Mhm. Und die 37. Geile Story. Ab zur nächsten. Fertig. Punkt. Ich hatte keine Ahnung. Genau. Die 37 Quadratmeter groß. Kannst du dir ungefähr vorstellen, wow. Ne? Ja. So. Also, Mini-Flur, kleines Zimmer, Mini-Bad. Und in der Küche ist es so, dass die ganzen Wände sind voller Küche oder Fenster. Ja.
Und dann sagte die Vermieterin, die war dann da, und guckte sich das an und meinte, ja, da müssen sie ja jetzt alles weißen, ne? Und ich so, ah, okay, dann mach ich dann. Ja, und falls sie das dann nicht selber machen wollen, weil, naja, manchmal kleckst man ja ein bisschen rum und dann ist das nicht fachmännisch. Zwinkert mich so ganz aggressiv an, so. Dann können sie auch vielleicht das Angebot von unserem Hausmeister hier annehmen und zeigt auf den polnischen Hausmeister. Und der guckt sich schon die ganze Zeit so ganz, so sehr, so, ah, der hat ein schweres Leben, so vietnammäßig guckte er sich so um, ne? So, oh Gott. Oh Gott, oh ja, ja, das sieht schlimm aus. Ja, Und überlegte ganz lange. Und dann guckte er nach unten, so als wenn gerade seine drei Kinder gestorben wären, guckte wieder hoch und sagte, ja, also unter 2000 Euro auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also unter 2000 Euro. Ich so, yo! Woo! 2000 Euro, okay, aber warum streichen sie denn jetzt das ganze Haus? Ich dachte, du wirst nur diese Wohnung gestreichen. Warum denn? Also, das ganze Haus dann nochmal komplett beistreichen. Wenn die Wohnung gestrichen wird, muss der Flur halt auch nochmal komplett rundum renoviert werden. Das ist halt normal bei uns. Das ist ganz normal. Aber dann, also wirklich, die haben mir Sachen erzählt. Alle 4 Jahre müssen angeblich die Türen neu lackiert werden. Ach. Und ich gucke die Tür an, komplett weiß, ne, gar nichts dran. Und guck die erstmal durch die Tür durchgeboxt. Guck die wieder an. Ja, ich guck und jetzt, die wieder an. Was muss die Tür jetzt gemacht werden? Genau, einfach wie da in dem anderen Gespräch. Einfach irgendwen umboxen. Ja, irgendwo wird es dann richtig, wird die Faust. Unangenehme dann Situation, sein. Der wird ziemlich viel Geld. Was mache ich denn jetzt? Ja, rationale Entscheidung ist die Türe durchboxen. Ja, geil. Also das ganz kurz am Rande. So 2000 Euro für eine 37 Quadratmeter Wohnung. Das ist, Alter. Huh. Was hast du denn jetzt gemacht? Na, ich hab gesagt, verpisst euch, ihr Scheißschweine, ich zünd die Bude an. Das ist immer noch meine Wohnung. Ich zünd die Scheißbude an. Ja, nee. Ich hol gleich mal meinen Adler aus dem Adlerzimmer. Doppelkopf, Adler. Der macht euch null. Der macht euch alle null. Nee, ich hab gesagt, oh ja, danke für das Angebot. Ich werde darüber nachdenken und ich werde mich nochmal melden. Aber es ist eher nein. Und dann zack, Türe durchgeschlagen. Wissen Sie was, Sie können die Türen gar nicht mehr lackieren, weil BAM! Sie müssen eine neue kaufen. Ich will schiefe Türen. Ja, das wollte ich nur kurz hier lassen. Ich werde jetzt zum Mieterschutz gehen, weil man merkt dann ja auch denen an, wie die so funktionieren, ne? Wenn sie sowas machen. Ich habe da echt eine tolle Wohnung jetzt denen hinterlassen, nach jetzt 7, 8 Jahren. Die sieht richtig gut aus dafür. Die ziehen so eine Nummer ab. Also da werde ich komplett alle Stricke ziehen, alle Stricke ankleben, alle. Ich hatte das auch mal. Alles machen. Ich hatte das aber auch mal. Ich hatte einen mega Streit. Ich hatte so ein, als ich nach Köln gezogen bin in meine erste Wohnung. Das war so ein Altbau oder so. Ich bin fast 30 und kann den Unterschied zwischen einer normalen Wohnung und einem Altbau nicht unterscheiden. Oder so, du Spacken. und ich bin dann ausgezogen und ich bin, Umzugsunternehmen würde ich es nicht nennen, mit Kollegen umgezogen, die sind Gärtner. Aber starke Jungs, ne? Und die haben dann da die Sachen und Möbel und was weiß ich was aus der Wohnung transportiert, durchs Treppenhaus, weil Altbau, kein Aufzug. Und dementsprechend war das ein bisschen eng. Aber der Flur sah eh aus wie Scheiße. Aber als ich eingezogen bin, 2 Jahre vorher, wurde halt alles gerade frisch renoviert. Aber es war trotzdem alles schon zerkratzt und zerdeppert. Und natürlich im Flur oder in einem Treppenhaus weiße Wände machen, ist immer eine Scheißidee. Und ja, genau. Und dann haben die halt da alles runtergetragen. Ja, ne? Und was ist dann passiert danach? Dann hat der Vermieter die Chance genutzt, der sowieso immer eigentlich so ein jugendlicher, cooler Typ irgendwie sein wollte. Ja. Seine Chance genutzt und meinte so nach dem Auszug, ja, hier übrigens 5000 Euro, weil wir müssen das ganze Treppenhaus jetzt renovieren wegen ihrem Umzug. Und ich so, ja. Nein. Ja. Und ja, das wurde dann Rechtsstreit. Ja. Ich habe gewonnen. Ja. Kann ich ihm auch vorher sagen. Der hatte keine Vorherbilder. Der hat auch unter anderem nachdem ich da 2 Wochen schon raus war, einfach der Briefkasten eingeschlagen. Und dann meinte der, ja, das kommt auch noch vom Umzug. Und ich so, ich habe Bilder vom Umzug. Da ist der Briefkasten normal. Auch als alles schon im Auto war. Nein. Ja, das kann man faken. Cool. Gut cool. Zu wissen, aber Ihre Aussage nicht. Also absolut, ich habe ihm auch gesagt, ich meine so, ich möchte auf keinen Fall abtun, dass da vielleicht der ein oder andere Kratzer
bei einer Couch oder so mit dazugekommen ist. Das ist ja so. Ja. Aber das Treppenhaus, und wie gesagt, da kann ich 1000 Leute für in Zeugstand rufen, sieht halt immer schon aus wie Scheiße. Ja. Weil da die ganzen Leute, die mehreren arabischen Großfamilienclans, die bei uns im Haus gewohnt haben, nein, Quatsch, aber da waren halt super viele Leute, die in diesem Haus gewohnt haben, die halt einfach das halt bevorzugt haben, nicht ihre Papiertüte nach dem Einkaufen irgendwie bei sich zu tragen, sondern immer wie mit so einem Treppenlicht an der Wand vorbeigescheuert nach oben zu tragen. Da sieht es halt einfach irgendwann scheiße aus, nach 2 Jahren auch schon. Und das hat mich so getriggert. Ja, also es war wirklich so, der Typ war eigentlich echt okay, aber keine Ahnung, piss nicht. Ja, ich habe das auch getestet. Die war erst war sie so ganz nett und dann, ja, und dann merkt man ja aber, was sie eigentlich vorhaben. Lustigerweise, bei mir war das war die Tochter von dem Vermieter von, also als ich damals den Mietvertrag abgeschlossen habe, das ist die Tochter von dem. Jetzt ist sie die Hausverwalterin. Oh Gott. Hat, bevor ich in die Wohnung gezogen bin, hat sie in dieser Wohnung gewohnt. Ah. Von 2002 bis 2011. Teilweise auch streckenweise mit dir zusammen. Nein. Aber wäre gut gewesen. Nein. Auf jeden Fall hatte sie damals, 2002, wir haben jetzt 2019, jetzt wo wir den aufnehmen, den Podcast, damals hat sie 2002 die Küche schon gebraucht gekauft. Und da reingetan. Und jetzt, nach wie viele Jahren? 2002? Das überlasse ich dir, da bin ich raus. Ich beiß gerade in die Nutella-Schule hier. 2002, 17 Jahren. Nach 17 Jahren, wo die Ehe, also vorher auch schon gebraucht war. Das heißt, in 17 Jahren in dieser Wohnung sieht so eine Küche einfach auch nicht mehr fresh aus. Und dann ist der Ofen auch nicht mehr geil. Und dann ist auch dieser Teil über dem Ofen, also die Dunstabzugshaube, die natürlich nicht irgendwohin abzieht, sondern einfach nur durch diesen Filter zieht, die ist dann auch ein bisschen eklig. Und die ist auch dann so fettig, dass du sie mit dem krassesten Fettzeug nicht komplett sauber kriegst. Und dann stellt die sich mit dem Hausmeister dahin und sagt, ja, das müsste er jetzt entscheiden, ob man jetzt hier eine neue Küche... Also, du kannst ein fucking zweijähriges Kind von dem an... dazu holen und das fragen. Das würde dir den besseren Tipp geben. Ja, da muss natürlich eine neue Küche rein. Ja, nein, die ist doch gut, sagt er. Die muss du mal richtig sauber gemacht werden, ne? Ach, und guckt dann zu mir, ne? Und ich so, Alter, man könnte man auch übernehmen, ne? Aber die 2000 Euro, das ist natürlich nur fürs Weißen, ne? Wenn wir jetzt noch über die Grundreinigung reden, und das ist ja hier alles ganz schön dreckig, da braucht man ja richtig viele Schwämme, hat er gesagt. Alter, das ist... Richtig, ja, Schwämme. Er hat mir erzählt, wie viele Schwämme. Er hat mir vorgerechnet, wie viele Topfschwämme man braucht, um das alles sauber zu kriegen. Um die Wohnung zu streichen, weil er streicht nur mit Topfschwämmen, deswegen dauert es so lange. Das ist halt, ein Monat Arbeit. Der tupft das alles! Ich weiß ja auch gar nicht, warum das so lange dauert. Das ist halt sehr teuer. Ich kann nichts machen in der Zeit. 2000 Euro. Hallo Klaus, nee, ich tupf gerade. Ich ruf dich zurück. Übermorgen. Oh, ey. Woo! Ja. Boah, ja. Ich bin auch, ja. Ich möchte auf was überleiten, was ich jetzt hier in Berlin gemacht habe. Ich bin ja in Berlin. Hallo. Hi. Gerade hier. Hi. Ja, wir sitzen kurz nebeneinander fast. Fast. Wenn ich jetzt richtig laut rufen würde. Warte mal. Mach mal. Warte mal. Mal kurz die Tür machen. Ja, ich glaube, das andere. Ich weiß nicht, hat man das? Ja. Ja, das, ja. Hat man ja. das? Ja, das, ja, auf jeden Fall. Ich bin gerade eben, ich war in so einer klassischen Paz-Situation, weil ich habe dir geschrieben, wir treffen uns um 14 Hast Uhr. Hast du Schach gespielt? Nein. Erzähl weiter, Entschuldigung. Aber witziger Gag. Das macht so viel Spaß, Entschuldigung. klassische Paz-Situation, weil oh Gott. Ich bin wirklich von dir... nicht weit entfernt mit dem Hotel, ne? Ohne jetzt Größeres zu sagen zu wollen. Und ich komme auch gleich nochmal auf dieses Hotel zu sprechen, Alter. Ich war gerade eben in einer klassischen Paz-Situation, weil ich bin so ein bisschen rumgelaufen, hab dann aber noch ein paar Sachen auf dem Handy geregelt und dann immer wieder so gestockt und wollte noch zum Bäcker, weil es war so 14 Uhr fast und ich habe noch nichts gegessen und ich wusste, ich brauche jetzt nicht so ewig lange zu dir. Und stand dann halt beim Bäcker mit dem Zeug, was ich geholt hatte, und dachte mir so, ja, ich guck mal kurz die Route bis zu dir, weil ich bin ja schon ein bisschen durch Berlin gelatscht.
Und bin dann lustigerweise in deine Richtung gelaufen. Und da dachte ich mir so, ja, Taxi bist jetzt halt in 3 Minuten da, aber du könntest auch noch 20 Minuten laufen. Weil ich bin nur 900 Meter entfernt. Und dann habe ich mal wieder rausgestellt, wie viel 900 Meter eigentlich ist. Und wenn ich mir dann so ein Dieter Bohlen Instagram-Story-Ding angucke, wenn er sagt, ja, moin Leute, heute wieder bei dieser Tagesschau. Ich bin gerade wieder schön erstmal 21 Kilometer gejoggt mit der Carina. Und die Carina macht gerade auch nochmal ein Video. Aber schön 21 Meter joggen, wenn ich aufstehe. Ja, da bin ich fit. Ich bin der Dieter. Toll. Schaltet morgen wieder ein zur Dieter Tagesschau. Sherry, Sherry Lady hier. Schön, Sherry, Sherry. Weißt du, wie fit dieser Mann ist mit 50? Das ist wirklich ist erstaunlich. Aber ich bin dann gelaufen. Es tut mir auch sehr leid. Ich habe ja auch nicht Bescheid gesagt. Richtiger Arschloch-Move eigentlich. Ja. Ich habe nicht Bescheid gesagt. Aber anderes Ding. Es ist nicht so schlimm. Ich habe es gerade voll verkackt in unserem Segment übrigens, ne? Ja, bitte, danke. Ich wollte mir nämlich selber danken diese Woche. Oh. Weil, also nachträglich vielleicht, ein riesen Dankeschön geht raus an Vergangenheitsfreddy, der sich überlegt hat, hey, du hast noch ziemlich wenig auf deinem Podcast-Zettel. für eine gute Story such dir doch jetzt mal ein geiles Hotel raus, wo du weißt, es passiert was. Und was hat der Freddy natürlich gemacht? Schön in Berlin-Mitte, oder was ist das hier? Ach, darf man nicht sagen, hier, ne? Hier, Dorf, Friedrichshain. Egal. Okay, schön Friedrichshain. Super toll, freue mich richtig, gehen hier so einen hippen Bezirk, wo man eine Straße entlang läuft und da wohnen super, super, super reiche Leute. Hä? Und dann direkt neben so einer Mülldeponie. Das ist hier, das ist euer Friedrichshain. Das finde ich so schrecklich, ich hasse diese Stadt. Und auf jeden Fall hat sich Vergangenheitsfreddy dann mal gedacht, hey, für eine funny Story, buchst du auch jetzt mal ein Bio-Hotel. Bio-Hotel? Das ist ein veganer Bio-Hotel. Oh, ich glaube, ich weiß so. Wo. Ja, also und mit dem total toll bewertet, die Zimmer sehen gut aus, tolle Badezimmer, aber in mir hätte eigentlich schon was brodeln müssen mit so ganz fetten Warnleuchten, weil Frühstück ist ein Wurstbrot, Mittag ist meistens irgendwas mit Fleisch und zum Abendessen esse ich was mit Fleisch, dass irgendwo vielleicht dann so ethische Backgrounds dann nicht zusammenkommen, wenn ich in dieses Hotel gehe. Und ich habe das schon gemerkt an einem Anreisetag gestern. Hey, ich sitze im Zug und habe mega Hunger. Ich hatte nur so Flüssignahrungsscheiße dabei. So, und dann habe ich das halt so getrunken und habe mega Hunger bekommen. Dann war ich um 16 Uhr am Hauptbahnhof und dachte mir so, ey, Maccas. So, und dann habe ich mir Maccas geholt und dachte mir dann, fuck, du bist ja in einem Bio-Hotel, du Stück So, in so einem kranken Veganer-Hotel kannst du machen. Ich kann jetzt nicht alles aufessen, aber ich schmeiß das jetzt auch nicht weg, weil ich bin ja in einem Veganer-Hotel. Ich kann ja jetzt nicht Fleisch wegschmeißen. Du wolltest es mitnehmen. Na, hab ich. Du wolltest und, es mit dahin nehmen. Du glaubst gar nicht, was für ein Action-Faktor das ist, wenn du reingehst in ein Bio-Hotel und dein Rucksack müffelt nach fucking Cheeseburger. God. Und das war schon, ich bin da, du musst dir vorstellen, ich komme da rein und es riecht nach so Farm. Wir sind in Friedrichshain in der Berliner Innenstadt, aber es riecht einfach wie ein Komposthaufen. Hey, so, come on! Nee, sorry, ich habe nichts gegen die vegane Kultur, gegen Vegetarier. Ich finde sogar im Vergleich oder in Ersatzprodukten, die nicht tierisch sind, sondern pflanzlich, viele, wirklich viele vegetarische Sachen deutlich leckerer und angenehmer. Gerade zum Beispiel diese Like-Meat-Produkte. Kann man ja auch mal sagen. Aral. aber generell, das Drumherum, wenn man ein Hotel betreibt, ist halt dann doch schon mal spannender. Und dann standen da zwei junge Mädels an der Theke, die Rezeption gemacht haben. Und ich bin halt reingekommen, hab meinen kleinen Fanny Pack da angehabt, weißt du, meine Bauchtasche, wo mein Lade-Agu-Ding drin ist, von Eastpak, so ein Kunstleder-Rucksack. Und natürlich Nike Airs, wie so ein richtiger Spasti. Und komm dann da rein und ich sehe schon an den Blicken von den beiden, dass ich denke, oh je, hier hat jemand einen Fehler gemacht. Da hat sich jemand vertan wieder, oh da hat nein. sich jemand vertan, genau. Und dann habe ich denen das alles so gesagt, ja, haha. Und die eine war dann so überfreundlich und ging dann direkt um die Theke rum, weil sie mich die ganze Zeit so kritisch beäugt hat. Und meinte dann so, ich nehme ihn gerne den Koffer ab. Und ich so, ich bin ja nur einen Tag hier. Ich habe jetzt wirklich keinen großen Koffer dabei. Der ist wirklich sehr klein, ne? Also der ist schon unironisch sehr, sehr klein einfach nur. Und dann hat sie den einfach so genommen und ich meinte so, nee, es geht schon, alles gut. Und dann meinte sie so, nee, ich mach das. Und dann meinte ich so, ja, welche Etage denn? Die so zweite, aber ich zeig ihnen das. Und ich so, okay. Und auf dem Weg zum Aufzug liegen so Teppiche, aber halt nicht so anscheinend vegane Teppiche, sieht aus wie riesige Fußabtreter. Keine Ahnung. Wie so eine Eingangsmatte. Und dann war das halt, aber der ist so rund, weißt du? Und der lässt so einen kleinen Weg rechts an dem Teppich vorbei, wo kein Teppich ist. Und dann ist sie,
Also du würdest schnell den Aufzug erreichen, wenn du darüber gehen würdest, geradeaus. Aber sie ist dann so rechts an dem Ding vorbeigegangen mit meinem Koffer und hat mich noch so nach hinten rückguckend angeguckt und ich dann auch so instinktiv so, ich glaube, ich soll hier nicht auf diesen Teppich treten. Und bin dann halt auch an dem Teppich vorbei und dann hat sie mich angegrinst. Warum denn? Und ich dachte mir so, ich glaube, ich habe gerade eine Veganerprüfung bestanden. Ich weiß nicht genau welche, aber ich bin auf jeden Fall in. So, ja, und dann bin ich mit der hier in die Etage gefahren. Und dann ging es zum Zimmer und sie hatte halt auch noch die Karte und so und meinte dann so, was machen Sie denn hier? Ich so, ja, beruflich, haben mir Freunde empfohlen, das Hotel. Und wusste gar nicht, so, ich so, was erwartest du jetzt? Ja, ich esse auch keine Tiere. Und ich finde es voll gut, was ihr macht, auch mit so Seifen, die so wie Urinpisse stinken. Ich finde das mega geil. So, ich war so unter Druck gesetzt in der Situation. Ich habe nur gestottert einfach. Und die hat auch riesige Brüste. Und das haben mich auch noch mehr unter Druck gesetzt irgendwie. Hä? Ich weiß auch nicht. Ich wollte es nur mal mit einfließen lassen. Ich weiß auch nicht. Panik, Reaktion. Ah, Error. 444. Error. Keine Ahnung. Und die haben mich so unter Druck gesetzt irgendwie. Und sie war so nett und ich wollte nichts Falsches machen. Und keine Ahnung. Und dann ging sie mit mir zu meinem Zimmer, holte die Karte raus und meinte so, also wenn Sie die Karte hier an dieses Loch, an dieses Schlüsselloch halten, dann geht die Türe auf. Und ich so, ja, okay. Danke, ist mein erstes Hotel. Und es war wirklich so. Und dann guckt sie mich an, die so, aber das ist ja wie in jedem Hotel, das kennen sie sicherlich, ne? Und ich dachte mir so, okay, aber die kommt jetzt mit, weil sie mir bestimmt dann noch was zeigen will. Und dann ging sie rein und meinte so, jetzt nehmen Sie diese Karte und stecken das hier in diesen Schlitz im Eingangsbereich, dann haben Sie Strom. Und hier und rechts so, um die Ecke ist der Komposthaufen. Und ich auch so, okay, und dann hat sie wieder gemerkt, anscheinend kennt er das schon. Und meinte so, ist auch wie in jedem anderen Hotel. Und grinste mich so an. Oh. Und ich war in mir drin schon so, ich will raus! Ich hasse alles hier! Ja. Und dann ist sie halt vorgegangen in dieses Zimmer und ich habe halt ein Doppelbettzimmer gebucht, ne? Und dann guckte sie so auf dieses Bett, guckte mich an, guckte wieder auf das Bett und meinte, ja, und das ist Zimmer. Und ist einfach stehen geblieben. So in diesem Raum. Wollte die Trinkgeld haben? Und ich dachte so, ich so, Herr, bumsen wir jetzt? Was macht man hier? Ich verstehe das alles nicht. Und mein Unterbewusstsein war halt so, ja, fixi. Na Quatsch, nein, Bullshit. Das war jetzt nur wegen dem Effektboard. Ja, ich fixi, weiß. Fixi. Na gut, alles gut. Jetzt stich sie ab, nimm das vegane Paddel und schmeiß ihr das einfach in den Rücken rein, wenn sie geht. Nein, also. Nee, und ich war, keine Ahnung, und sie ist halt super lange einfach stehen geblieben. Und meinte so, was machen Sie denn in Berlin? Und bla, und wollte mich so voll ausfragen. Und ich fand die ganze Situation einfach kollektiv scheiße. Ja. So, und dann bin ich halt gegangen und Kelly ist halt mit mir hier, weil wir auch was gedreht haben. Und sie meinte so, in welchem Hotel bist du, bla bla bla. Und ich habe ihr das geschickt und sie hat sich auch da eingebucht. Und ich habe sie so danach gefragt, ich so, hä, ist das auch bei dir so gewesen, dieses ganze Mantra? Die so, nö. Hab Zimmerschlüssel bekommen, dann komme ich auf mein Zimmer. Dann wollte sie wirklich mit dir bumsen. Ne? Ja, klar. Also war die kleine Stimme in meinem Kopf, die gesagt hat, bumsi richtig. Hat sie doch recht gehabt. Die hatte recht, ja. Kann ich? Fuck, ey. Ja. Also, dickes Dankeschön an Vergangenheits-Freddy, der sich mal wieder gedacht hat, ein Bio-Hotel zu buchen, ist eine mega Idee. Ja, aber warte mal, also, no disrespect, aber Alter, ich habe diese Duschlotion da benutzt und das ist bestimmt voll Fairtrade und. Das war einfach nur Erde. Aber das ist wirklich, es, Erde ist ein wohltuender Geruch dagegen. es riecht wirklich nicht gut. So, und ich weiß auch Duftstoffe und alles, bla, 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 bla. Aber wow, es ist wirklich, wow. Wow. Ja. Ich habe mir auch gestern Abend die Hände gewaschen, als ich hier reingekommen bin. Und ich schwöre, ich dachte, ich uriniere gerade in meine Hose und werde irgendwie so inkontinent oder so. Nein, wirklich, ich möchte auch nicht so negativ drüber reden, aber es ist wirklich, also, ich weiß nicht, wie ich mit diesen Situationen umgehen soll, weil ich weiß, dass ich jetzt viele da gerade beleidige, aber ich möchte ja gar nicht. So, mach alles gut, you do you. Und ich muss auf jeden Fall weniger Fleisch essen, das stimmt. Und ich unterschreibe das alles und die Sachen sind lecker. Aber wenn halt eine Seife nach Urin stinkt und ich denke, ich piss mir gerade in die Hose, wie soll ich darauf reagieren? Ja, das ist nicht im Podcast drüber reden, Freddy. Ja, aber das ist doch lustig. Ja, richtig. Das vegane Restaurant da unten drinne, aber soll, also das soll toll sein. Hast du da gegessen? Ja, nee. Das soll. Also,
Entschuldigung, ich muss das so noch nicht. Also ich bin immer nur schlafen rein und jetzt gerade direkt wieder raus zum Bäcker erstmal ein Brötchen mit Salami. Ja, immer schön, aber diese billige, diese von Aldi, diese Rundsalami, diese nicht. Ich war ja beim Bäcker, ich weiß nicht, was sie benutzen. Ja, das machen die. Cool, aber endlich. Aber trotzdem kam tatsächlich, also endlich sage ich, weil ich endlich mal gehört habe, wie es da ist, weil ich fahre da immer dran vorbei, aber ich... Ist schön. War da noch nicht drin. Aber mir fehlt der Komposthaufen eben. Also eben so scherzlich nur erwähnt. Ich wollte jetzt gerne, dass da jetzt so zumindest so ein stylisch aufbereiteter Komposthaufen irgendwo liegt, dass man sagt, ey, guck mal, wir bringen das hier auch in die Neuzeit oder an die moderne Zeit. Das würde Friedrichshain, da braucht man einen guten Komposthaufen. So anstelle der Toilette, so wie die Franzosen mit so zwei Henkeln an den Seiten, dass du dich so rüberbeugen kannst und dann scheißt du auf den Komposthaufen. Ich bin aufgewachsen, in meiner Kindheit war es nach wie vor so, ich habe weite Teile meiner Kindheit bei meiner Oma verbracht und meine Oma hat seit eh und je auch einen Komposthaufen gehabt und den habe ich auch mit benutzt dann. Also ich habe da Müll rausgebracht, ich habe da nicht drauf geschissen, aber ich habe da halt den Biomüll halt draufgebracht, ja, und das wurde dann halt zersetzt. So, und meine Oma hat das schon, meine Oma war schon Hipster, bevor es hip war. Na, Digga, das ist doch ganz normal. Also Leute mit Häusern und so, die natürlich hatte man da, wenn man ein Grundstück hat und so, warum denn nicht? Ja, Bettpfannen hatte die auch. Das habe ich auch gemacht. Bettpfannen? Weil sie faul war oder weil sie, oder warum? Nein, da war so, du musstest so voll weit laufen bei meiner Oma im Haus, bis du beim Klo warst. Und ich weiß dann immer noch, als Kind, als ich da mal gepennt habe, wenn ich nachts aufs Klo musste, hatte ich so eine Bettpfanne unterm Bett, die ich reingepinkelt habe. Ja. Und dann urinierst du halt, und dann legst du die Urination unter deinen Kopf. Nee, und das Bett wieder. Ja. Also wenn du drüber nachdenkst, da haben meine Oma und mein Opa gepennt. Und ich habe einfach nachts bin ich aufgewacht und es war für mich das Normalste der Welt, in dieses Ding reinzuschiffen. Aber irgendwann kommt halt auch so eine Lautstärke dazu, so. Warte, Moment. Warte. Und natürlich, weil man halt in so einen Topf pinkelt. Ja, voll. Und das war für mich komplett normal. Die sind da auch nicht aufgewacht. Das ist überhaupt nicht normal. Und dann, und das Geilste an dieser Geschichte ist, dass deine Großeltern ja daneben eine Spargelplantage hatten. Und immer, wenn du zu Besuch gefahren bist, gab es immer Spargel zu essen. Und dann abends immer schön in die Bettpfanne rein. Und dann war richtig gut. Oh mein Gott, Ich weiß immer nur, dass meine Großeltern das geilste Bett der Welt hatten. Die hatten so die geilsten Decken. Ich weiß auch nicht, ich habe das bis heute in meinem Leben nicht mehr gefunden, was die für Decken hatten, Alter. Die waren so riesig, fluffig, aber auch so leicht. Und immer, es war so angenehm kühl, so, aber so gerade richtig so darunter. Oh, das war eine gute Zeit, Alter. War das Leben noch echt. Ich zeig dir gleich mal eine Decke. Ich kann's ja mal gucken. Aber nicht jetzt. Ja, ich möchte gleich echt mal. Ich das ist das Erste, was ich mache bei Leuten, wo ich nicht oft zu Hause bin. Lege ich mir erstmal aufs Bett und fühle Decken. Schöne, geile Decke. Reib mich erstmal dran. Ey, jetzt, wo du gerade Decke sagst, ne? Ja. Apropos, wegen meiner. ich hab doch meine Wohnung leergeräumt. Und dann hab ich so Müllsäcke voll gemacht. Und also mit so allem möglichen Scheiß aus der Wohnung. Und bin zum BSR gefahren. Extra, weil ich nicht. BSR, Berliner Stadtreinigung. BSR. BSE. What? Die Leute wissen doch gar nicht mehr, was das ist. BSE. Damit ich den Hausmüll nicht voll mache, weil wir haben nur so kleine, wir haben nicht diese großen Tonnen, sondern diese kleinen, weißt du, diese, die man so... Aber trennt man hier? Hier trennt man auch, ja. Ja. Ah, okay. Köln. Wir haben auch fließend Wasser. Köln trennt was man nicht, trinken halt, deswegen frage ich. Ach so. Ja, nee, wir haben, also nur manchmal, wir haben verschiedene, ich raff immer noch nicht, wie es geht. Wir haben verschiedene, verschiedenfarbige. Aber halt die kleinen. Und ich wollte es nicht voll machen. Und pack halt, ich hatte 6 Tüten, packe ich ins Auto und fahre zum BSR. So, ich fühle mich total geil, ne? Fühle mich ein bisschen richtig stolz, ne? Ich fahre extra dahin. ich bin erwachsen. So cool, ich bin groß. Komm da an und dann Fenster runter. Jo, was haben Sie denn da? Ich wollte ein bisschen Müll wegbringen hier, schön vorbildlich und nicht irgendwo ablegen oder in mein Haus Müll tun, damit er nicht voll ist. Ja, das macht dann 36 Euro. So, hä? Warum denn? Ja, steht doch hier, Hausmüll, 6 Euro die Tüte. So, hä, warum denn? Ja, sonst würde doch jeder sein Hausmüll hierher bringen. Und da hat es bei mir so ein bisschen, gehadert, weil... Warum sollte denn jemand, der 900 Meter weg wohnt vom BSR, mit seinem Hausmüll dahin laufen und das da abwerfen? Ja, weil es dann gratis wäre und Tonnen kosten ja was.
Ja, aber die zahlt man doch so oder so bei sich zu Hause. Da kannst du nee, aber du, dann könntest du ja auch einfach zum Beispiel sagen, so ja, im Umkreis von 1 Kilometer muss ich hier keine Tonnen aufstellen, dann müssen die Leute immer dahin laufen, ist ja eh gratis. Hä? Das sind doch immer Sparfüchse. Aber ich, du musst doch, wenn du in einem Haus wohnst, musst du so oder so die Scheiße zahlen mit den Tonnen. Nein, musst du nicht. Na du klar. Kannst sie bestellen. Nein. Die werden doch von der Hausverwaltung eingestellt. Du kannst doch nicht sagen... Nein, die bestellen die, weil es gesetzlich verankert ist. Aber wenn das jetzt keine Regelung wäre, dann könnte ja auch jeder... Ja, aber diese ist es doch! Ganzen Aber ist es doch! Und die müssen sich doch auch finanzieren. Es geht ja nicht immer nur alles an eine Mülldeponie. Die brauchen ja auch Kohle, Digga, die armen Leute. Wenn die ich stehen schon den ganzen Tag knöcheltief in der Scheiße. Wenn ich da hinfahre und ich bringe 3 LKW-Ladungen Sperrmüll, dann zahle ich gar nichts. Wenn ich aber... 3 kleine Tütchen oder 6 kleine Tütchen Hausmüll dahin bringe, dann muss ich 36 Euro. Aber Sperrmüll ist doch auch so. Was? Sperrmüll ist doch auch Nein, so. Nein, Sperrmüll muss ja auch, zahlst du gar nichts. Sperrmüll kannst, die kennen schon meine Eltern und meine Beim ganzen, Thema meine Sperrmüll ganzen, ich bin ich sehr vorn. Ich war jeden Tag da, ich war wirklich jetzt eine Woche lang, war ich jeden Tag bei mir. Ja. Und ich habe wirklich 6 Autoladungen voller Sperrmüll hingebracht. Ich habe nicht 1 Cent gezahlt. Aber für Hausmüll. Aber, ernsthaft? Aber für Hausmüll müssen sie aber bitte... Aber das war bei mir anders. Bei mir war es immer so, als ich auch meine Wohnung ausgeräumt habe, dass ich da auch zu so einem Restverwertungshof bin und die haben dann immer vorher das Auto gewogen und danach und die Differenz ja, ich glaub, das ist was anderes. Gewicht hast du bezahlt. Ich glaube, das ist was anderes. Ich glaub, das, aber dann hast du das falsch, also weil Sperrmüll an sich muss man das nicht machen. Ich habe das mal mit... Dann hast du das Falsche gemacht. Nee, ich fahre einfach dann nein, wieder raus, wenn nein, das abgeladen es gibt, ist. Es gibt so eine Recycling, ich weiß was. Ich zum Beispiel, ich habe mal früher bei einer Werbeagentur gearbeitet und die hatten so von Werbedrehs hatten sie noch diese alten Filmrollen. Ja. Und die darf man auch nicht einfach so wegwerfen, die musst du ganz drehen, ist ganz wichtig, weil sonst entstehen irgendwelche Superhelden mit Filmfähigkeiten. Deswegen musst du die in diesem Ding da haben. Ich mach immer den perfekten Shot, ich bin perfekter Shotmann. Ich mach den richtigen Cut an der richtigen, und dann musst du mal... Und ich bin die Frame-Ameise. Und ich wurde von der Frame-Ameise gebissen und jetzt bin ich. Auf jeden Fall musste man das genauso machen, wie du es gesagt hast. Also dann fährst du rein und dann wird das Gewicht gewogen, aber dann, das bei Sperrmüll ist was anderes. Altholz, okay. Altmaier. Altmaier, gute Überleitung. Oh, jetzt geht's ab. Oder wollen wir erst komm, mach's wieder politisch die 9. Folge hintereinander. Ja, jetzt hau mal deine Politik-Scheiße raus. Alles gut, ich lehne mich zurück, erst mein Schoko-Schoko-Croissant. Ich wollte eigentlich mit dem anderen Ding anfangen. Aber sollen wir damit anfangen? Mach mal. Der Däner war doch gerade bei Maybrit Illner. Bei Maybrit Illner. Das Thema war Jugend demonstriert, Politik ignoriert, Fragezeichen. Ging natürlich um sowohl die Fridays for Future Demos von den Studenten und Schülern, aber auch um die Artikel 13 Sache. Hast du das angeguckt? Mm-mm. Hast du nicht angeguckt? Ich war ja saufen. Ja, du warst saufen, ne? Kannst du nichts machen. Ich habe mir das heute Morgen... Aber ich habe Felix einen Daumen nach oben auf Twitter geschrieben dafür. Weil ich finde den Auftritt stark. Ja, ich hab nur Gutes gelesen. Also. Ja, also ich habe das gestern, glaube ich, im Bett oder heute Morgen im Bett auf dem Handy geguckt. Und ich muss sagen, der Felix hat das ganz gut gemacht, aber er war auch ein bisschen zu aufgeregt. Also nicht aufgeregt im Sinne von, oh mein Gott, oh nein, sondern aufgeregt im wütenden Sinne. Der hat da ein bisschen auf die Kacke gehauen. Und ich finde, Grüße gehen raus, alles gut, alles hier, lalala. Party, Pimmel. Ich fand's so ein bisschen zu aggressiv. Und er hat ein bisschen zu oft gesagt, dass die Leute das alles nicht verstehen. Also er hat sehr, sehr oft, ich hätte gern einen Counter dabei gehabt, sehr oft, sehr, sehr deutlich gesagt, dass die ganzen Leute, die damit zu tun haben, das alle nicht verstehen. Und hat quasi damit so ein bisschen impliziert, dass er sich sehr gut auskennt. Unglaublich gut auskennt mit der Materie und alle anderen Menschen, die damit zu tun haben, nicht. Natürlich nicht alle, ja, er hat das nochmal relativiert. Aber ist es nicht auch richtig, dann so ein bisschen zu provozieren? Ja. Mal auch gerade für eine normale Mainstream-Medienberichterstattung, dass er da so ein bisschen provokanter war, weil das habe ich ja auch dann gelesen, dass die von der Illner-Show selber diese sehr provokanten Zitate dann repostet haben und die habe ich eigentlich auch alle durchweg geliked. Okay. So, wenn man das. Was war denn das? Er hat es doch selber repostet. Ich guck mal kurz rein.
Damit wir jetzt nicht über den heißen Stein in der Sauna die ganze Zeit reden. Selber ein bisschen. Ja, tut mir leid, ich habe probiert, irgendeine geile Alliteration. Ich fand's toll, der heiße Stein. Ich habe mir viel Mühe gegeben. Also, er hat selber retweetet. Oh, Erhard Schärfer hat auch geschrieben vom Phoenix. Ich möchte, dass bei Ilna jetzt immer zwei junge Leute dabei sind, die von Themen Ahnung haben und jegliches Blabla systematisch und gründlich zerlegen, so wie die beiden heute. Felix hat gesagt, man kann nur wütend werden, wenn jemand, der solche Gesetze beschließt, nichts davon versteht und die CDU erweckt hier den Eindruck, dass sie eine gute Lösung, dass das eine gute Lösung ist, aber es ist eine Scheißlösung. Im Wortlaut und Zitat hat er das wohl so gebracht und das hat Maybrit Illner dann auch gepostet. Finde ich beides halt Sachen, die ich sag mal für Sinn und Zweck immer noch dienlich sind. Also nicht so harsch, dass ich sagen würde, es wäre drüber. Aber ich habe die Sendung auch, wie gesagt, noch nicht gesehen. Grundsätzlich hat er ja auch richtige Sachen gesagt und so. Mir ist halt, ja, was mir halt aufgefallen ist. Dass er ein bisschen. Es ist halt so einer von uns, der mal in einem schönen Mainstream-Auftritt auch mal gegenhalten kann. Ja, aber jetzt, um das mal jetzt auch wieder zu relativieren. Ich glaube, wenn du eine Mischung machen würdest, also wenn du zum einen halt genau auch so was, solche Aussagen tätigst, ja, also einfach also wirklich sagst, jetzt die CDU geht jetzt davon aus, dass sie eine gute Lösung gefunden hat und ich muss aber ganz ehrlich sagen, diese Lösung ist scheiße. So, wenn du das so sagst, ist es was ganz anderes, als wenn du dann so, ja, aber die CDU und die Leute, die haben gar keine Ahnung und das wirkt so, das weißt du, was ich meine? Diese Wirkung, das wirkt dann so, als wenn man unbedingt etwas unbedingt ganz laut sagen möchte oder will. Ja. Und das verliert dann so ein bisschen an weiß ja, es hat sich so. Ja, glaube ich, viel angestaut, weißt du, da muss man dann auch irgendwie so vernünftig eigentlich vorher verarbeiten und ich weiß ja, dass Felix auch so ein, im Fachmund sagt man, glaube ich, hardworking motherfucker. Ja, das wissen wir alle. Der gerade aus London gekommen ist, davor 9 Wochen das in Korea war und dann wieder ein paar Elefanten in Indien gestreichelt hat, 3 Monate vorher und halt nur auf Achse ist und sich da in, ich glaube, dann so ein Spektrum reinzubegeben, er hat ja auch viel auf Twitter, glaube ich, rumgefragt, welche Punkte er auch noch mit anbringen soll, weil er ist, glaube ich, gut in der Materie drin, aber er weiß selber auch, dass man sich natürlich immer noch weiter und tiefer da reinfuchsen kann. Und ich glaube, sich dann noch so ein Level zu bringen, wo wirklich alle dann super zufrieden wären und auch. Ich hätte auch falsch gefunden, diese Emotionalität, die wirklich dann auch bei uns, glaube ich, allen Vorrang hat, dann nicht mit reinzubringen und das finde ich nämlich in der ganzen Debatte, in der ganzen Situation, finde ich es unheimlich wichtig, dass man von unserer Seite aus, dass wir auch. Wir Gegner vom Artikel 13, dass wir auch. Ich bin Befürworter. Ich finde das jetzt top. Du bist jetzt mittlerweile ein Befürworter, ja. ich finde das jetzt top. dass man halt ernst zu nehmen bleibt. ernst zu nehmbar bleibt. Und das ist halt, finde ich, ein schmaler Grat so zwischen, ja, okay, man will halt sich selber nicht verstellen oder wie auch immer du das jetzt meintest. Aber trotzdem muss man ja auch, finde ich, eine gewisse Coolness bewahren und wenn man ernst genommen werden will, dann muss man halt auch so ein bisschen vielleicht eine andere Haltung einnehmen. Es ist jetzt vielleicht meine Meinung. Es war so mein Impuls, den ich empfunden habe bei dem Ding. Was du jetzt angebracht hast, finde ich auch durchaus genau richtig. Also, oder was heißt genau richtig, aber kann ich nachvollziehen. Wir widersprechen uns ungern in diesem Podcast, habt ihr das schon mal gemerkt? Was denn? Nein, alles gut. Was mache ich ungern? Nein, ich habe gesagt, wir widersprechen uns ungern in diesem Podcast. Habt ihr das schon gemerkt? Nein, ich bin einfach nur bereit, auch mal Sachen anzunehmen. Ja, alles gut. Ich kenne das halt nicht. Ich komme nicht aus einer Kultur, wo Leute Sachen von mir annehmen. Das ist komisch. Selbst mein Angestellter sagt mir jeden Tag, das ist scheiße, was du machst. Das passiert normalerweise nicht, deswegen kämpfe ich ja dafür. Das ist wirklich so. Hast du ein Zitat? Reden wir jetzt immer gleichzeitig. Oder wie machen wir das jetzt? 3, 2, 1. Sollen wir uns jetzt abschließen? Fuck. Wir können jetzt... Mach du es nicht. Ich hab ein Zitat der Woche. Oh, was für ein geiler Übergang. Ich wollte gerade Intro. Auf dieses Ding zu sprechen kommen. Zitat der Woche. Scheiße. Ich hab
nicht mitgedacht. In dem Moment, wo ich angefangen habe zu reden, dachte ich, jetzt machst du das und das war auch vorbei jetzt. Soll ich anfangen? Darf ich anfangen? Ja. Ja. Okay, mein Zitat der Woche ist wieder ein ernstes. Schade, schade. Erst freuen sich alle. Ulf Poschardt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ulf Poschardt, nee. Der Chefredakteur der Weltgruppe, saß bei Hart aber fair in der Sendung. Und es ging um diese ganze Öko-Sache, also Öko-Reform und so weiter. Ne? Die Luisa Neubauer war auch da von den Grünen, die da jetzt hier diese ganze Friday-Sache auch mit unterstützt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wahrscheinlich. Oh Gott, vielleicht sage ich gerade was Falsches. Auf jeden Fall, das Zitat von dem Ulf Poschardt war, Elektroautos haben keine Seele, das sind keine schönen Gegenstände. Ja. Ja. Da hat er auch noch eine große Rede drumherum gehalten. Das habe ich jetzt so rausgepickt aus seiner tollen Rede in der Öko-Debatte, wo er davon geredet hat, ja, Öko und so, okay, aber Elektroautos die sind halt scheiße. Und er hat noch gesagt, so Sachen wie, ja, Leute wollen ja mit Autos auch nicht nur von A nach B, sie wollen ja auch Spaß haben. Nicht wahr? Und deswegen können wir das auch gleich wieder kicken mit den. Also das ist jetzt mein Zusatz. Das ist mein Zusatz jetzt, den ich dazu hinzufüge. Deswegen können wir das mit den Elektroautos auch gleich lassen. Lass uns doch alle SUV fahren, bitte. Oder Porsche. Er ist ein großer Porsche-Fan. Ist ein riesen Porsche-Fan. Der Ulf Poschardt hat das wirklich öffentlich so gesagt. Ich krieg die Tür nicht zu, wie es immer noch Menschen gibt. Du hast es gerade erzählt. Der hört doch auch unseren Podcast. Du hast doch gerade erzählt, dass der Nordpol sich verschiebt. Dass die dass der Mittelpunkt, dass die Welt untergeht. Mittelpunkt der Erde, ja, ja. Und genau. Er sagt jetzt, das sind keine schönen Gegenstände! Ich freue mich gerade so, dass alle so aufgepeitscht werden, weißt du, so ein bisschen politisch. Weil ich glaube, da gibt es ein paar gute Leute da draußen, die sich ein gutes neues Konzept überlegen gerade. Ja, vielleicht gehört er ja alles dazu. Die auch ein Konzept überlegen, was so vielleicht mal keinen Krieg beinhaltet, weißt du? Wo man jetzt mal keinen Weltkrieg mehr braucht, damit wir nochmal neu aufbauen können, sondern eher jetzt mal neu aufbauen, anstatt uns nochmal auf die Fresse zu hauen. Ja, und neue Theorie, der Ulf Poschardt ist nämlich eigentlich Umweltaktivist, aber dachte sich, das passiert irgendwie zu wenig in die Richtung. Und jetzt muss einfach mal einer in der Talkshow, der sagt einfach, Elektroautos sind keine schönen Gegenstände, damit die Leute mal aufwachen jetzt. Damit die mal auf die Straße gehen. Das ist die privateste und persönlichste Meinung, die du in irgendeine Debatte schmeißen kannst. Ja. Ich finde sie scheiße. Ist auch halt so. Ich würde jetzt aussehen kein wichtiges Amt heben oder ihnen Geld geben. Ich finde sie halt auch scheiße privat einfach. Ja, gut, dass sie es angebaut haben. Ja, schön, dass sie auch gesagt haben, sie mögen sie sagen, das sind keine schönen Gegenstände. Sie Stück menschlicher Abfall. Alter, und dann haben wir das doch mal. Und dann ist das durch. Und dann toll, ist das durch. Toll, toll. Freue mich richtig. Es ist wirklich super. Es ist super. Und dann sitzt da der Herbert Dies von der VW, weiß nicht, Vorstand oder wie auch immer, und erzählt halt, dass sie jetzt mit VW jetzt endlich bis 2050 diese CO2-Emissionen runtersetzen wollen. Und daraufhin sagte er das, ne? In Richtung dieses VW. 2050. Ja. Mach mal jetzt. Ja, VW macht mal. Mach mal jetzt Elektro. VW. Und dann verschieben wir einfach nur unseren Auspuff einfach auf so Kohlekraftwerke. Ach so, ich dachte, wir verschieben den einfach so weit nach links, dass man den nicht mehr hört. Ja, genau. Also ich würde auf dem Äquator einfach Atomkraftwerke machen, dann dreht sich die Erde auch schneller. Ja. Oh Gott. Hatten wir schon diese Flat Earth-Sache? Von Logan Paul? Flat Earth. Diese Bewegung von Leuten, die denkt, dass die Erde flach ist. Haben wir darüber geredet, aber nicht ausführlich. Ich wollte nur kurz erwähnen, ich weiß nicht, ob wir das, ich glaube, ich habe es letztes Mal erwähnt, aber ich habe mir diese Doku angeguckt und wie viel diese Doku mir gebracht hat. Logan Paul-Doku. Nein, das ist eine Doku. Nein, das hat nichts mit Logan Paul zu tun. Es gibt eine Bewegung von Menschen auf der Welt, die denkt, die Erde ist flach, ist eine Scheibe. Ja, ja, aber es gibt viele Dokus darüber. Ich habe auch schon ein paar gesehen. Ah, okay. Naja, auf jeden Fall, was ich halt aus dieser Doku mit rausgenommen habe, es ist ja klar. Welche Doku jetzt? Das ist eine Doku von Netflix, Mann. Die heißt, weiß ich Netflix, nicht. Netflix, dankeschön. Das weiß ich nicht, wie die heißt, Mann. Ist eine Netflix. Mann! Ist doch scheißegal, was das für eine Doku ist. Jetzt gehen alle zu Netflix und dann kriegen wir
Geld dafür, hoffentlich. Ja, Flat irgendwann. Earth, irgendwas heißt Flat das. Earth, das findet man ja, das schon. Auf jeden Fall, da ja, geht es halt eine Stunde oder anderthalb um diese Leute. Und dann habe ich danach gemerkt, es geht eigentlich nicht um diese Leute bei dieser Doku. Oder zumindest nicht bei dem, was du mitnimmst aus der Doku. Weil du bist ja die ganze Doku über, denkst du dir, oh Gott, oh die Armen, ne? Oh Gott, und die, oh, sind die doof. Ja, sind die doof. Ja, wem bringt's? Die sind was? So doof. Und dann am Ende der Doku ist aber Spoiler, Spoiler. Sieht man eine Tagung von Wissenschaftlern, die da irgendwie ganz um die Ecke von deren Tagung sind. Und da geht einer ins Mikrofon, die haben so oft so ein Mikrofon und sagt er, ey Leute, noch einmal kurz zum Thema Flat Earther, ne? Und alle lachen schon, ne? Alle im Saal lachen. Und man denkt jetzt, er will die bashen oder so, weiß ich nicht. Aber was er dann macht, ist das genaue Gegenteil. Er sagt dann, Leute, die Flat Earther sind zum Teil sehr, sehr intelligente Menschen, die an der falschen Stelle falsch abgebogen sind und einfach in der Sackgasse gelaufen sind, die einfach falsch ist. Und wir wissen das. Und wir, was wir jetzt nicht machen sollten, ist die auslachen, mit Stein bewerfen und noch weiter in diese Sackgasse drängen, sondern wir müssen eigentlich offen sein und denen die Möglichkeit geben zu sagen oder zu merken, Leute, so ist es. Lasst uns bitte darüber reden und lasst uns nicht bashen gegenseitig. Weil du hörst auch ganz oft in dieser Doku die Aussage, wir gewinnen. Ja, also natürlich hört man das dann öfter von dem Dude, der dann die Flat Earther da so halb anführt. Aber es gibt ja keinen Gewinn, sozusagen. Und das hat... Ja, für mich schon. Für dich, ich weiß, für dich schon. Ja. Heute habe ich gewonnen mit der Nutella auf dem Schoko-Croissant. Ich habe richtige schwere Atmung auch die ganze Zeit, muss ich sagen, deswegen. Ne? Er wollte es erst nicht machen. Ich habe auch direkt mein Getränk weggezogen, weil das ist so, weißt du, das hat so eine Schärfe von der Süße. Also ich spüre auch, glaube ich, schon so einen Fuß nicht mehr gerade. Das ist schon echt. Ja, also ganz kurz. Ich brauche auch dringend was zu trinken. Wie komme ich hier an was zu trinken? Ich gebe dir gleich, ich habe dir nichts gegeben, ne? Nein. Ich trinke hier die ganze Zeit und hab dir nichts gegeben. Aber hier ist einfach... Ich will es noch kurz abschließen. Das kann man halt auf alles Mögliche kann man das ausweiten, Leute. Nehmt das mit nach Hause. Wenn Leute halt so ein bisschen daneben sind, ja, also ihr merkt schon, da ist auch eigentlich... Dann nicht genau, nicht dann haut ihr einfach einem Unbeteiligten in die Fresse, weil das Problem ist dann vom Tisch. Nach wie den vor. Den Unbeteiligten boxen, aber denen dann bitte helfen. Denen dann bitte wieder wiederum helfen. Genau. Aber einfach mal... Alter Schwede, meine Güte. Du. Heute ist aber hier... Wir sind immer noch beim Zitat der Woche, ne? Du hast jetzt einfach so eine Flat-Earth-Theorie-Scheiße mit reingebracht. Au, boah, Alter! Boah, ich hab mich so erschrocken, weil er geht gerade durch die Wohnung. Oh, nicht gut. Ich glaube, der macht mir was zu trinken gerade. Ich kann jetzt ja das Zitat nicht machen, wenn er nicht da ist. Warte, ich warte bis er hier reinkommt. Ich fühle mich auch so ein bisschen, als wäre das jetzt so mein Servierding. Warte, ich mach schon mal hier. Drück da drauf. Und dann sage ich ihm gleich ganz lieb Dankeschön. Hi! Schön Wasser? Da. Was? Ist da ein Wasser? Da ist kein Wasser, nein. Oh, Dankeschön für das Wasser, Arthur. Ist das eine Powerbank? Das ist eine Powerbank. Die ist sehr groß. Danke. Arthur hat mir jetzt gerade Wasser gebracht, nur damit ihr Bescheid wisst. Ich werde das jetzt hier sympathisch und. Oh, warte mal, erstmal. Boah, das ist wie ASMR gerade. Hallo? Warte, du darfst nicht sagen, ich mach gerade ASMR. Ich habe in dem Moment gelacht, als du es eingekippt hast. Kannst du nochmal machen, bitte? Und so klingt's, wenn Freddy in die Bettpfanne pisst. War exakt so. Übel lecker. Geil. Dankeschön. Ich wollte gerade übrigens mein Glas zuschrauben. So weit ist es mit mir gekommen. Das kenne ich. Puh. Mein Zitat der Woche kommt von gestern. Ich war einkaufen. Wer hätte es gedacht? Mal was Neues. In einem Supermarkt. Und dann ist ein etwas älteres Pärchen an mir vorbeigegangen. Und der Mann sagte zur Frau: Erna, jetzt zoome da mal bitte deine Büchsen aus. Und dann tust du in den Wagen. Woraufhin Erna sagte: Ja, welche Büchsen denn? Wir haben ja nur Büchsen, weil wir gehen immer campen. Woraufhin er sagte: Warum bist du denn jetzt so sauer? Und sie sagte: Ja, weil ich nicht weiß, welche Büchsen. Wir haben ganz schön viele Büchsen, wenn wir campen gehen. Und er sagte: Ja. Dann hol doch mal deine Büchsen. Es ging viel um Büchsen, das wollte ich eigentlich nur sagen. Ich fand die Situation... Müsste dabei gewesen sein. Das wäre sowieso so ein Segment, ne? Lustige Geschichten erzählen, wo man aber eigentlich hätte dabei sein sollen. So, oh, ja. Ganzes Abend, 8 Stunden
vier Stunden lang nur so Geschichten erzählt, wo am Ende keiner lacht und es ist super awkward keiner und man lacht. Sagt, jedes Mal sagt man, aber hätte man dabei sein müssen. Aber das ist im Prinzip das ungefähr das Niveau unangenehm wie der ganze Instagram-Account von Michael Wendler, Alter. Oh, da kann ich hast du das neue Ding gesehen? Aber warte, wir müssen kurz aus dem Segment raus. Spiel uns raus, Johnny. Ach ja, Johnny! Los geht's! Zitat der Woche. Geil. Das war geil. hast du mitbekommen? Nee. Der Wendler bumst ja eine 18-Jährige. Und ist mit der in die USA irgendwie ausgewandert oder so, weil in Deutschland wuchs sie ein bisschen zu viel. Er hat den DJ zu viel geliebt. Und er hat jetzt so ein richtig geiles Instagram-Video hochgeladen bei sich, wo er so ein bisschen Stellung bezieht gegen die ganzen Fake-Medien. Wie die Bild-Zeitung. Wie die Bild-Zeitung, die ganzen Fake-Medien, die nur sagen, das wäre Michael Wendler. Oh Gott, steht das nicht auch auf dieser Bravo, die du mir hier hingelegt hast? Warte mal. Die hat Lara gekauft. Hier steht Fame durch Freundschaft. Aber, ist das Ryan Williams? Nee. Aber, was noch viel interessanter ist, ist das Ding, was der Wendler gepostet hat. Das war nämlich Fake for Fame. Dass das eigentlich nur so eine Fake-Beziehung ist, die er mit dieser 18-Jährigen hat. Und ein rationales Ding, wenn dir Leute vorwerfen, du tust nur so, weil du dich gerade hast scheiden lassen von deiner Frau, dass du irgendwie mit einer 18-Jährigen zusammen bist, damit die irgendwie auch Fame wird und du auch noch ein bisschen Famer wirst, ist natürlich Folgendes zu machen, ein 50-Sekunden-Video auf Instagram hochzuladen, wo du sagst, Baby, und draußen auf deiner komischen Veranda von deiner Villa in Miami sitzt mit einer 18-Jährigen, die sich da regelt mit ihrer Hotpants und sagst, Baby, komm, nur mal hier, damit alle Bescheid wissen, hier die ganzen Fake-Medias, das ist hier nicht Fake for Fame, und dann knuscht er halt diese 18-Jährige da, ne? What? Und das ist schon... Aber ist schon, wer ist der? Was macht er denn? Wer ist das? Michael Wendler, sie liebt den DJ, der Typ, der das gesungen hat und gemacht hat. Was ist denn das? Geh mal kurz auf Instagram, das ist hier... Ja, ich bin da, ich bin auf Instagram, aber ich kenne dich, ich sehe das zum ersten Mal. Michael Wendler. Ja, ich sehe das gerade. Wendler.michael. Und dann hier gehst du auf die zweite Reihe, da wo diese Palme ist, im Vertical Video. Ich sehe das, ja. Das ist das Video hier. Ein neuer Tag. Reaktion gerade, Reactions. Ihr hört gerade, wie ich das Video gucke. Ich guck weiter und... Ist alles Fake for Fame. Oh Gott, was ist denn mit dem? Ist alles Fake for Fame. Ist so schrecklich, ne? Es ist. Und dann kommst du da ran und ist die echt 18? Die ist 18, ja. Das ist ja dieser Skandal, weil der sich halt einfach eine Schülerin gekleidet hat. Ich mach das jetzt aus, ich hab keinen Bock mehr. Ja. Oh Gott. Ja, kenne ich nicht. Also übel, ne? Vermisst übel ich nochmal. Die sind schon länger zusammen anscheinend. Oder macht er alle zwei ist, Tage? Ist, glaube ich, ein frisches Ding. Aber es ist auf jeden Fall was, wo ich ihn drum leide. Du bist doch selber gerade 19! Wenn ich so mit Ende 20 denke, eine 18-Jährige wäre mir deutlich zu jung. Und dann so ein 40-Jähriger erstmal eine 12-Klässlerin knallt und mit nach Miami. Das ist schon krass. Aber ich und die haben jetzt eine Goodbye-Deutschland-Doku. Das wollte ich heute eigentlich beim Frühstück gucken, aber es hat sich alles so gezogen. Deswegen habe ich es nicht hinbekommen. Ich glaube, auch ihre Eltern finden das richtig cool, oder? Ich glaube, die Eltern sind richtig froh, dass da viel gefickt wird. Ist sein neuer Freund bei Twitch, oder warum? Ja. Und das Ding ist halt, er hat eine Tochter und die Tochter ist, glaube ich, älter als die. Nein. Doch, und das ist so weird alles. Oh. So richtiger RTL-Gossip hier. Ich freue mich gerade, es geht runter wie Butter, Leute. Aber ich mache das später auch mal. Ich habe da Bock drauf. Hm? Ich habe da Bock drauf. Gehst du ja jetzt schon wie ein paar alt Mal, ist ne? Denn? Suchst du ja schon. Ich denke, der wird irgendwann 40 oder 41 sein. Der ist so älter. Googeln. Michael Wendler. Jetzt zeig mir hier kurz, müssen wir mal kurz den Michael Wendler Podcast. Wie alt ist er? 46. Siehst du, der ist bald 50. Ja. Der ist 10 Jahre ungefähr, plus minus 11 Jahre ist der plus minus 50. Jünger als meine Eltern. Krasser Ficker. Ja, jünger als meine Eltern auch ist er. Ja, aber nur 10 Jahre. Das ist gar nicht so viel. Ja. Arschloch. Ehepartnerin. Früher Claudia. Aber der ist auch so. Das ist halt auch so irgendwie, keine Ahnung, kennst du diese Leute, die dann so super viel Geld haben und sich modisch im Kreis drehen?
Ich habe nämlich Mode rausbekommen. Wie jetzt? Ich habe Mode entschlüsselt. Ich habe den Kreislauf Mode entschlüsselt. Es ist so ganz, ganz günstig und so, ja, komisch, es sieht nicht schön aus, die Fits sind so ein bisschen kacke, ne? Also es passt nicht richtig so, weil es so sehr genormte Klamotten sind. Wenn du halt nicht viel Geld hast oder nicht viel Geld für Klamotten ausgibst, dann wird so High Fashion streetmäßiger und dann kommt irgendwann wieder, dann geht es weiter nach oben, es wird noch teurer und dann kommt irgendwann wieder der Punkt, an dem alles scheiße aussieht. und dadurch verlierst du halt ganz viel Geld und das Geld, was du nicht mehr hast, dann musst du halt wieder unten anfangen und so funktioniert Mode. Das ist scheiße und dann wird es von scheiße zu ganz okay und dann nach ganz okay kommt so ganz gut und nach ganz gut kommt unfassbar teuer und hässlich. Und das ist Mode. Das ist ein linearer, also das ist ein Kreislauf. Also und der schließt mit Scheiße ab und fängt mit Scheiße an. Irgendwie, oder? Das so funktioniert. Denk mal drüber nach. Geh mal auf irgendwelche Seiten und dann guck dir mal so alles, was Versace im Sortiment hat, an. Da weißt du, da fängt die Kacke an. Viel zu teuer und sieht scheiße aus. Ach, da bin ich eh jeden Tag, da brauchst du Boy hier sie nachgucken. Ja, nee, aber ich finde das so interessant, weil ich hab mir Bilder angeguckt von ein paar YouTube-Kollegen, die so ein paar Uhrenbilder. Weißt du, so Bilder mit Uhren gepostet Nein. haben. Und die waren so hässlich, weil die so teuer waren auch. Oh. Und ich denke mir auch immer so, no front, Grüße gehen raus an Rolex. Aber irgendwann gibt es halt auch mal echt ein paar hässliche Modelle. oder? Das ist doch eh Quatsch, Mann. Was soll denn der Scheiß? Pass doch mal auf. Pass doch mal auf in dieser Mode. Irgendwann wird es so hässlich. Ich habe auch keinen Bock auf Mode. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ja, warum nicht? Ich habe da auch keinen Bock drauf. Ich habe eine Hose. Und wenn die gewaschen wird, dann gehe ich auch mal mit der Jogginghose irgendwo hin. Muss ich letztens. Ist halt so. Ist okay. Gesundheit. Ich wollte was so Lustiges sagen. Oh, schade. Wir warten kurz. Oh. Soll ich rüberkommen, klopfen? Oh nee, bitte nicht. Ich hasse das sehr. Vielleicht doch. Soll ich? Nee, alles gut. Ich wollte gerade loslaufen. Oh, das ist wirklich fast in die Lunge gekommen. Das ist in die Lunge gekommen, sonst hättest du jetzt nicht gewusst. Ganz schön knapp. Leute denken ja, es kommt fast in die Lunge, es kommt in die Lunge. Oh. Da war die Lunge schon? Ja. Im Nackenbereich? Ja. Nackenbereich? Du hast aus dem Nacken gehustet, ne? Oh. Jetzt ging es aber richtig los. Okay, ja, hast du noch was? Hast du noch die lustige Sache, die du sagen wolltest, oder ist jetzt vorbei? Vielleicht timingmäßig oder was? Weiß ich nicht, ich habe eine Sache... Nein, du hast eben gesagt, du wolltest doch was so sehr Lustiges sagen. Hä? Nee, aber das habe ich vergessen. Ach so, ich wollte tatsächlich noch eine Sache sagen, die mir heute aufgefallen ist. Ja, dann hau auf, ich lehne mich zurück. Und ich glaube, ich wollte jetzt... Ich geh noch mal kurz in den Keller so lange. Geh mal in den Keller. Ja. Bist du da? Mach ruhig, ich höre dich. Okay. Ich glaube, du bist auch so ein Kandidat, der da vielleicht mitfühlt. Vielleicht auch nicht, weiß nicht. Kennst du das, wenn man hinter Leuten geht, auf dem Gehweg... Und dann ist man ungefähr auf deren Höhe. Nicht wundern, es raschelt. Das raschelt, ja. Du musst ein paar Sachen umstellen. Es ist ein Keller, ganz normal. Ja, mach ruhig weiter, ich stell nur um. Was machst du da? Ich zieh hier ein! Ich muss erstmal die Sachen aus dem Keller holen hier. Lass den Porsche stehen! Ey! Entschuldigung! Ich komm mal wieder hoch. Kommst du mal bitte aus dem Keller hoch? Ich kann so. Ja. So, alles gut. Oh, warte mal, scheiße, die Taschenlampe vergessen. Nein! Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Mama, die Möhre. War das die Taschenlampe? Habe ich das da jetzt reingesteckt? Ja, das ist sie doch. Warte, ich komme hoch. Ja, hi. Hallo. Puh, sportliche Folge. Ich werde das in der nächsten Folge erzählen. Nein, erzähl das jetzt! Ich bin richtig gespannt. Du kannst nicht. Nee. Ich höre nicht auf. Doch. Ich lasse die Aufnahme durchlaufen, bis du das erzählst. Ich erzähl's nächstes Mal. Ich möchte das jetzt wissen. Um was geht's denn? Ich beende die Folge mit etwas anderem. Mach einen Teaser. Der Teaser ist hinter Leuten gehen. Das war's schon. Dann halte ich's aus. Ich erzähle aber noch einen Witz und das ist das Letzte, was wir heute machen. Hast du noch vorher was anderes? Okay. Ja, ich habe in Berlin gesehen, im Taxi, ein Laden, der Törtchen macht und der hieß Tiger-Törtchen.
Fand ich lustig, weil das gar nicht zusammenpasst. Oh. Ich finde Business Meetings dahinter immer so toll, wenn zwei Leute zusammensitzen und sagen so, ey, wir haben endlich unseren Tortenladen. Wie soll man das nennen? Ach, die Flufftörtchen, die kleinen lecker Weizenbällchen. Nee, Tigertörtchen. Und dann kommt so ein Kevin rein und sagt einfach, nee, das ist der Tigertörtchenladen. Tigertörtchen, finde ich toll. Fand ich sympathisch. Da möchte ich, jetzt möchte ich da einkaufen. Das war's. Jetzt halte ich meinen Maul und du machst jetzt, spiel uns raus. Ich stand letztens an der Kasse, hab mich umgeguckt und dann sah ich tatsächlich eine Mickey Maus. Und ich dachte, Mickey Mäuse gibt's nicht mehr. Gibt's doch. Also die sind, glaube ich, wieder zurückgekommen. Und ich habe sie mir direkt gekauft. Und erinnerte mich an die Sektion Witze. Haha, haha. Die ist auf Seite 50 in dieser Ausgabe. Und da lese ich jetzt einen Witz von vor. Ach, du Scheiße. Witz der Woche. In der Schule wird Erdkunde geprüft. Welches Meer liegt zwischen Ostasien und Amerika? Peinliches Schweigen. Nach 10 Minuten meint der Lehrer: Ja, ihr habt völlig recht, es ist der Stille Ozean. Ich blätter gerade noch die Bravo durch und suche einen Konter. Oh Gott. Oh Gott, ey, ich bin mittlerweile sehr fest davon überzeugt, dass die Dreijährigen das einschicken. Die machen, die denken sich das selber aus. Ich wollte nur einen vorlesen, ich lese noch einen vor, der ist noch fast noch schlimmer. Auf dem Schulhof, warum trittst du denn immer von einem Fuß auf den anderen? Weil ich auf Toilette muss. Ja, dann geh doch. Ich bin doch nicht blöd jetzt in der Pause. Weil, verstehst du, weil gerade Pause. Kann man nicht nur unterschreiben. Es ist. Hier ist vielleicht noch ein richtiger Witz dabei. Im Knast. Sie dürfen Besucher zwischen 4 und 5 empfangen. Häftling. In dem Alter kannte ich niemanden. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ich hatte vor mir eine Bravo liegen und wir haben nicht Dr. Sommer gemacht, ne? Gibt's nicht. Gibt keinen Penis mehr. Doch. Nein. Doch, Dr. Sommer. Vor dir liegt ein Penis? Vor mir liegt ein Penis. Nee. Aber nicht der aus der Bravo. Nicht der aus der Bravo. Der Typ sieht aus wie Dena. Aber der hat. Bei Dr. Sommer gerade. Aber der hat nur oben ohne, der hat nicht unten ohne, oder was? Hast du das schon gesehen? Hey, der ist doch kein Penis. Weißt du genau, wie der aus? Nee, das ist kein Penis, aber da ist eine. Ja, eine früher Brust. Gab's da Penisse! Und Mumus! Hey Leute, wenn ihr den Zwei-Tomate-Podcast genauso cool findet wie ich, dann erzählt doch gerne euren Freunden davon. Okay, war das so gut? Ich weiß nicht. Können wir da. Vielleicht mehr Pimmel?